Hallo zusammen, ich habe euch gefragt oder gesagt, schreibt mir Kommentare per Mail oder auch über die Kommentarfunktion, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen zu diesen Batterieboxen. Das eine ist, es hat jemand geschrieben, der Wechselrichter hat 1500 Watt, aber die Batterie bringt ja nur 1200. Das trifft zu. Die Batterie hat eine Leistung von 100 Ampere dauerhaft, kurzfristig mehr. Wenn ich 100 Ampere mal 12 rechne, dann komme ich auf 1200 Watt langfristig. Das stimmt. Ich kann kurzfristig die 1500 Watt rausziehen. Das reicht für eine Kaffeemaschine. Das reicht, um kurz mal irgendwas, was einen Einschaltstrom hat, wie ein Kühlschrank oder sonst was. Ja. Aber für den Dauerbetrieb nur 1200 Watt. Aber für die meisten spielt es gar keine Rolle, was da überhaupt für eine Leistung rauskommt. Die wollen die Kiste und wollen ihre Kaffeemaschine anschließen. Wollen ihren Reiseföhn anschließen. Oder sonst irgendwas. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr alles anschließen möchtet. Oder was möglich ist. Und ich werde euch die Frage beantworten. Die zweite Frage, die kam, war: Was hat es hier für einen Stecker dran? Wir haben hier, ich weiß nicht, ob man sieht, einen Schweizer Stecker. Es ist ganz einfach, wir sitzen in der Schweiz und in der Schweiz ist es ja so, dass wir einen anderen Stecker haben wie in Deutschland oder Rest Europas, also Italien, die haben wieder einen anderen. Und dieser Schweizer Stecker passt genau hier rein. Nur, wenn ihr jetzt aus Deutschland kommt und ihr wollt jetzt so eine Box bestellen, dann liefern wir natürlich in Deutschland das aus, hier mit so einem Schuko-Stecker. Also einen Schutzkontaktstecker für die Kunden in Deutschland. Wenn ihr natürlich sagt, ich komme in die Schweiz und hole das in der Schweiz ab, weil ich es auch nur in der Schweiz brauche, ihr möchtet auch einen Schuko-Stecker. Dann kriegt der logischerweise auch nur einen Schuko-Stecker. Wir haben jetzt beide mit Schweizer Stecker oder deutschem Schuko-Stecker am Lager. Wir haben aber nicht alle mit verbauter Batterie. Also wenn ihr eine Batterie möchtet, innen drin, eingebaut, schon in Betrieb gesetzt, ruft mich einen Tag vorher an, dass wir dann das wirklich habt und momentan nicht, wir werden in Zukunft auch ein paar mit Batterien am Lager haben. Ja, wenn ihr weitere Kommentare habt oder weitere Fragen, stellt sie mir. Hier oben mache ich euch ein Video, was ich das letzte Video gemacht habe. Ich wünsche euch einen schönen Tag.